Sachverständiger für Schäden und Gebäude, für Baustaden und Baukonstruktionen. Und ich werde zwar bezahlt, beziehungsweise als Auflage durch die AG bin, aber vollkommen unabhängig. Denn sowohl von Gerichten als auch von öffentlichen Auftraggebern bei Selbstprozessen und bei Schiedsverfahren zur Mitwirkung gezogen. Und in diesem Fall, also ich sehe mir diese Gebäude an, die da entsprechend getroffen sind, vor Beginn der Baumaßnahme, wäre eine äußere Regierung und auch eine innere Regierung wahrscheinlich vornehmen, sobald es Stabilität, also Rüstung von innen und von außen sichtbar sind und werde auch das konstruktive Gefüge des Gebäudes, sehr oft befinden sich Gebäude in einem bestimmten Zustand, der wird entsprechend bewertet und dieses Gutachten, diese gutachterliche Stellungnahme findet vorher statt, die wird vorher abgeschlossen und nach Beginn der Baumaßnahme, dann gibt es nochmal eine Korrektur bzw. im Regulativ, in dem zum Beispiel diese Absenktrichter, das eigentliche Absenkziel wird ja an der Baustelle selber erreicht. Und dazwischen verläuft natürlich nicht linear der Wasserspiegel, sondern parabolisch mit einer gekonnten Form. Und über entsprechende Pegel, die dauernd gemessen werden, kann jetzt diese Absenktrichter und damit der Einflussbereich dieser Grundwasserabsenkung kann da angegrenzt werden. Sodass anschließend, wenn es zum Schäden gekommen ist, explizit sowohl über die Zeit als auch über die vorherige Dokumentation und die nachträgliche Kontrolle eindeutig eine Zuordnung zu dem Bauverfahren möglich ist. Sie sagen, das wird vor der Baumaßnahme gemacht. Dann sind also die Werke, die jetzt da liegen, das sind alles Hirngespinste, oder? Das sind vor der Wassereinigung natürlich. Wieso ist doch schon gebaut? Ja, Entschuldigung, bei mir bezog sich die, der Wasserschutz bezieht sich auf die Wasserhandlung. Es ist nicht davon auszugehen, dass Erdarbeiten, landwirtschaftliche Arbeiten in irgendeiner Form Einfluss auf die Bewaldung haben. Das ist eine Frage.